Aber wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, das war nicht umsonst, dass wir die Raben gekillt haben. What? Was war das denn? Sag mir nicht, dass das das Monster in Ketten ist. Sag mir nicht, dass ich jetzt dem Monster in Ketten begegne. Was haben wir denn hier? Eine große Statue steht still in der Dunkelheit. Okay. Ich weiß auch nicht, ob man das, wenn man ohne Kopfhörer spielt. Also ich habe jetzt Kopfhörer auf. Hört man dann auch dieses ganz tiefe Stöhnen im Hintergrund? Das war so, wie als ob da irgendein riesiges Monster in 3 Kilometern Entfernung stehen würde, das immer mal vor sich hin ächzt. So, wo kommen wir denn hier hin? Wo sind wir denn eigentlich? So, sind wir an der großen Eiche angekommen, wie es scheint. Ja, also hat jetzt nichts zu bedeuten. Ist einfach nur dumm gelabert jetzt. Ich weiß nicht, was das für ein Baum ist. Keine Ahnung. Der wird sicherlich keine Bedeutung haben. Okay, hier haben wir schon mal wieder... Ich sag mir mal ein grünes Kraut ein. Mal her. Jo. So, wo kommen wir denn hier hin? Haben wir hier irgendwas, was uns weiterhelfen könnte? Ein Feuer. Ich höre Feuergeprassel. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Eine Reihe von Verbänden wurde aufgehängt. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Ich kann's dir nicht sagen, Mädchen. Warte mal, lass mal ganz kurz hier unten erstmal schauen. Okay, das will sie gar nicht erst irgendwie kommentieren. Oh, hier hängt eine Karte. Das ist eine Karte vom Innenhof. Mitnehmen, ja bitte, danke. So, schauen wir mal. Eigentlich ist jetzt nicht wirklich was Neues aufgedeckt, oder? Kommt mir das nur so vor? Denn, ja gut, was soll auch groß aufgedeckt werden hier auf der Karte? Das ist ja relativ linear und alles, ne? Aber wir sehen schon, da geht's noch nach oben links. Warte mal, Schreibmaschine in der Tarbox? Wo? Wo? Hier in dem Raum? Wo? Ich möchte bitte gerne, sehr gerne sogar. Wo ist die Schreibmaschine? Wo ist die Inventarbox? Hallo? Da stand Schreibmaschine, Inventarbox. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Nein, wirklich! Irgendjemand muss das Feuer ja gerade erst gelegt haben. Jetzt nochmal bitte kurz. Ach, warte mal, hier drüben geht's noch. Ach, hier geht's durch, alles klar. Ein primitives Bett. Darin hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, wenn hier ein frisches Feuer brennt. Von hier haben sie eine gute Sicht auf den Eingang der Hütte. Danke für den Hinweis, warum... Nein, das ist gar nicht positiv, wenn ihr sowas hinschreibt. Das bedeutet nämlich, dass es wichtig wird. Okay, wir haben hier die Schreibmaschine, das heißt, die... Ah, hier ist die Kiste, okay. So, die ist jetzt gar nicht so schlecht. Wir schmeißen erstmal das erste Hilfespray rein. Denn wir könnten das Windsymbol gebrauchen. Wo habe ich das denn hingetan? Hier, Windwappen heißt es. So, ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer richten. Ah, der... Ich habe mir, glaube ich, gegen den Strich der Haare den Kopfhörer aufgesetzt. Das war gerade unglaublich unangenehm. So. Braucht man sonst noch was? Nee, ich glaube nicht. So, ich könnte natürlich gleich noch... Ich glaube, ich speichere gleich mal. Was? Okay. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Okay, hier geht's dann weiter. Eine Kurbel. Nimm mal. Nimm einfach mal. Können wir ja gleich reinschmeißen in die Dingens. Mehr ist hier auch nicht? Warte mal. Nee. Mehr ist hier nicht. Aber wieder falsch gedrückt, tut mir leid. Aber da ist doch angezeigt, dass es nach oben weitergeht, oder? Ach, was weiß ich. Ist mir auch egal. So, gehen wir nochmal in die Kiste. Schmeißen die Kurbel erstmal hier rein. Dafür haben wir ja momentan noch nichts gesehen. Dann nehme ich mal hier die Farbbänder mit. So. Was? Moment. Was? Nein! Nein! Ich höre Kettengeklimper. Nein! Das ist jetzt nicht der Typ, der... Warte mal. Oh, hier liegt was? Ein Familienfoto?
Huch. Okay. Eine Mutter mit Kind und, ja, also eigentlich, ja, Familienfoto halt, ne? Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen. Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig. Weiß und hart. Nicht echt Mami, wo. Weiß nicht Papi. Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. Mami, wo? Bin so allein. Okay. Muss ich mir irgendwie... Ich muss mir, glaube ich, extremste Sorgen machen. Ich speichere mal gerade, aber auf einen neuen Slot. Oh Mann. Was soll denn die Scheiße jetzt? Habt ihr jetzt gerade ein Monster in den... Ihr könnt doch keine Monster in Safe-Räume reinschmeißen. Okay. Was war denn das für eine Nummer jetzt? Oh fuck, das ist das Monster in Ketten, glaube ich. Oh fuck! Junge! Schau mal in den Spiegel, wie siehst du denn aus? Ich geh mal, ne? Ich versuch gar nicht erst auf den drauf zu ballern. Eieiei. Ich glaube, der hat ein Makeover mehr als nötig, der Junge. Boah, was? Was hat er mir denn abgezogen mit dem einen Schlag? Ist ja Wahnsinn. So. Dann können wir auch direkt die Heilkräuter, die hier sind, verschwenden. Gut, ich lasse es aber erstmal so, dass ich auf gelb bin und jetzt... Nein, da will ich gar nicht hin. Dass ich auf gelb bin und dann jetzt das eine Heilkraut noch einstecken habe. Eigentlich ist, kann ich es auch direkt benutzen. Ist eigentlich total sinnlos, wenn ich mir so überlege. Komm, was soll's? Gut. Warte mal. Nee, nach oben, das ist doch der Weg zur Hütte zurück, ne? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich glaube, ich muss hier lang. Höre ich Zombies? Oder ist das unser Freund? Warte mal. Ha! Na sowas. Das war aber nicht Kopf ab, ne? Also muss ich mal so feststellen, das hat nicht funktioniert. Ich wollte ihm halt gleich den Kopf abrasieren, aber irgendwie wollte es nicht. Halt, hier, nein, nicht da, hier. Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich zugeben. Das heißt, hier wird uns bald wieder einer auflauern, der hier extrem nett rumspackt. Na, das ist sehr schön. Ich hoffe mal, ich muss hierhin nicht zurück. So, in jedem Fall haben wir jetzt das Windwappen, das wollen wir gleich mal hier hinten reinschmeißen. Und ich werde, nee, ich glaube, ich gehe nicht mehr in den Safe-Raum zurück, das Bedürfnis habe ich nicht. Er kann von mir aus bleiben, wie er ist, ehrlich gesagt. So, zumindest haben wir jetzt hier Ruhe. Und dann wollen wir mal das Windwappen einsetzen. Das geht schon mal, sehr gut. Oh, drei Wappen, das ist sehr zuvorkommend. Wir haben drei Wappen und drei Felder, in die Wappen rein müssen. Wir haben sogar drei Felder im Inventar frei. Das ist ja wie gemalt. Warum habe ich eigentlich noch die Farbbänder einstecken? Ach so, natürlich, weil ich vor dem Typen abhauen wollte. So, was haben wir denn da? Es weist ein Mondsymbol auf. Ach, okay. Cool. Gut, dass ich die Dinger immer von vorn und hinten betrachte, die Sachen. Zwei hervorstehende Striche sind zu sehen. Das heißt, bei den anderen wird dann wahrscheinlich eins mit drei Strichen und eins mit einem Plus sein, oder? So, es weist ein Sternsymbol auf. Genau, hier haben wir das Plus. Schön. Das Unterteil ist wie ein Kreuz geformt. Und das letzte, ein Sonnenwappen mit drei Strichen. Alles klar. Das heißt, wenn ich die jetzt eingesetzt hätte, wäre quasi nichts passiert. Kann das sein? Gut, wirklich gut, dass ich die Sachen immer von allen Seiten betrachte. Das ist auch wirklich wichtig in dem Spiel, dass man die immer ein bisschen rumdreht und sich anschaut, weil sonst eben Sachen entgehen. Schön. Das funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Welche neue Teufelei ihr euch ausgedacht habt.
Junge, Junge, das ist doch ein Todprügelgerät nach Barrys Art. Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Magnum Revolver, her damit! Schön. Oh, ein Traum. Schaut euch diesen Prügel mal an. Magnum Munition ist geladen. Schön. Auch so nochmal. Ah, schick. So, was stand da? Silver Serpent. Ja, ja. Die silberne Schlange, ist klar. Sieht das nicht schick aus? Das ist auch schon ein ganzes Stück ordentlicher, als wenn man so eine billige Beretta in der Hand hat. Ach, wie gern wäre ich Barry von der Waffe her, schon von Anfang an mit so einem Ding durch die Gegend zu laufen. Und da muss er sowieso irgendeinen Deal mit irgendwelchen Waffenhändlern haben. Also was der an Muni findet und mir dann schon bereitgestellt hat jetzt in der einen Kammer dort, das ist schon nicht mehr feierlich. So, aber was habe ich jetzt davon gehabt? Gut, ich habe die Kurbel gefunden, ne? Ich weiß bloß nicht, wofür die ist. So, jetzt habe ich die natürlich blöderweise weggesteckt. Das heißt, ich hoffe, ich brauche die jetzt nicht sofort. Aber eigentlich ist die Kurbel der einzige, sagen wir mal, fortschrittsrelevante Gegenstand. Ansonsten hatten wir ja jetzt nichts. Ich meine, gut, die Magnum, okay. Und wir haben das lustige Monster in Ketten kennengelernt. Ein sehr sympathischer Kerl. Muss ich schon zugeben. Aber mehr war da auch nicht eigentlich. So, sind wir wieder hier. Aber hier hatten wir doch noch eine Tür, ne? Diverse Gefäße und ein Werkzeugkasten. War hier nicht noch eine Tür? Wir schauen mal. Wir schauen uns mal an, was hier hinten noch so ist. Sag mir bitte nicht, dass das der Hintereingang vom Buckelmann ist. This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad. Can you hear me? Shit. It's broken. Na toll. Dann gibt uns Richard schon sein Funkgerät und dann funktioniert das Scheißding nicht mal. Oh nein. Ich glaube, ich bleib mal bei der Pumpgun. Aber die sind noch zu weit weg, als dass ich sie automatisch... Ne doch, sie richtet die Waffe schon aus. Okay. Ich meine, ich habe ja auch schon gegen die Viecher... Oh fuck. Ne, wir brauchen auf jeden Fall die Pump... 3? Die hat doch gerade ins Leere gezielt hier drüben. Alter, nicht wirklich, oder? Nix da, du Kackvieh. Wo? Komm zu mir, Süßer. Komm zu mir, hast du? Komm. Wow. So, ich rüste mal ganz kurz auf die Beretta aus. Okay, ich glaube aber, die sind alle tot, ne? Ja, die richtet die Waffe auch nicht mehr irgendwie in die Richtung von denen aus. Gut. Lief doch ganz zufriedenstellend, muss ich sagen. Okay, hier haben wir auch mal ein blaues Kraut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eins sehen davon hier im Spiel, ne? Ich nehme auf jeden Fall mal das Grüne mit. Das Blaue kann von mir aus erstmal stehen bleiben. Sieht aus wie ein Springbrunnen, aber es fließt kein Wasser. Oh, ich befürchte, wir werden hier die Kurbel brauchen. Kann das sein? So, aber wir gucken erstmal ganz kurz auf die Karte. Ach, da unten sind wir, okay. Gut, okay, das haben wir natürlich vorher nicht gesehen, was hier ist. Okay, die Tür hinten ist zu, die können wir natürlich mal kurz anschauen, um festzustellen, ob da irgendein Schlüssel gebraucht wird oder so. Was denn das hier? Aha. Ich glaube, das hat was mit der Kurbel zu tun. Ich denke mal, da können wir irgendeine Treppe hochkurbeln oder so. Ich weiß auch nicht mehr, ob das im Original so war. In jedem Fall gehen wir natürlich mal... Ich wusste mal wieder die aus. Gehen wir auf jeden Fall mal hier lang. Und ich muss mit meinen Schüssen ein bisschen aushalten. Ich kann nicht alles hier so wegklatschen ohne Ende. Ich hätte auch vorhin den einen Zombie, dem ich die Rübe wegschießen wollte, an dem hätte ich vorbeilaufen sollen. Der hat mit dem Rücken zu uns gestanden. Das wäre besser gewesen. Da müssen wir bestimmt eh nie wieder hin. Ja, auf jeden Fall hat das was mit der Kurbel... Oh, wir brauchen die Kurbel jetzt sofort. Hier an dieser Stelle. Gehe ich jetzt nochmal... Ich weiß nicht, ob ich in die Hütte gehen kann und ob Quasimodo dann noch da ist. Soll ich es mal drauf ankommen lassen? Ich glaube, wir sollten das mal tun. Und ich muss mal ganz kurz unterbrechen, denn irgendwie haben gerade meine Kopfhörer aufgehört zu funktionieren. Bis gleich.
So, weiter geht's. Jetzt etwas ungewohnt, weil ich jetzt wieder mal Ohrstöpsel im Ohr habe. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Gott, das hört sich wirklich komisch an, wenn ich jetzt rede. Jetzt höre ich mich ganz anders als vorher. Na gut, okay. Sollte ich eigentlich gewohnt sein. Früher habe ich das immer so gemacht. Aber irgendwie ist es doch komisch jetzt. Gut, hier gerade durch komme ich ja nicht, ne? Oder geht es hier irgendwie durch? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal kurz in Quasimodos Hütte vorbeischauen und hoffen mal, dass er nicht mehr zu Hause ist. Dass er, weiß ich nicht, dass er Gefallen an Barry gefunden hat und ihm hinterherhetzt oder sowas. Ich weiß ja nicht, was so seine Vorlieben sind. Er sah ja auch, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Kerl war, also... Oder ob das überhaupt ein Mensch war. Ich weiß nichts über diesen Kerl. Sah ein bisschen merkwürdig aus auf jeden Fall. Wir schauen mal. In jedem Fall hoffe ich, dass er nicht mehr da ist. Das ist eigentlich alles, was ich will. Denn dann kann ich, ohne nochmal riesige Umwege gehen zu müssen, ganz fix hier die Kurbel holen, die ich ja blöderweise reingeschmissen habe in die Kiste. Und dann stoßen wir mal dort weiter vor. So, ich behalte trotzdem sicherheitshalber die Pumpgun im Anschlag, weil man weiß ja nie, was kommt. Gegen Quasimodo habe ich natürlich keine Chance damit, hat Barry uns ja gesagt. Aber, naja, mal gucken. Zum Beispiel der Zombie hier drüben, der müsste ja eigentlich noch... Liegt der noch? Ich weiß es gar nicht. Wo geht's denn weiter? Hier geht's weiter. Lag der nicht hier? Doch, genau, der lag eigentlich... Ja, hier liegt er auch noch. Ist er schon verwandelt? Nee, dann wäre er auch sehr schnell gewesen, glaube ich. So, wir lassen ihn mal liegen. Ich hoffe ja mal, dass wir hier nicht mehr dran vorbeikommen an der Stelle, wenn wir dann einmal die Kurbel uns jetzt eingesackt haben. Und sollte Quasimodo hier sein, dann hat sich das sowieso erledigt mit hier zurückkehren. Dann werde ich das ganz sicher nicht mehr machen. Ich gehe aber mal ganz kurz hier hinter. Gibt es denn hier irgendwas? Nee, ne? Nee, hier geht es bloß bis zum Zaun und fertig. Okay. Mein Hübscher, bist du noch da? Also ich höre erstmal nichts mehr. Und Schritte auf dem Holz machen ja jetzt auch doch schon ein bisschen Krach, ne? Also ich glaube, wenn er noch da wäre, würden wir das mitkriegen. Gut. Ich hoffe auch, er kommt nicht so schnell zurück. Hat er hier im Briefkasten hängen? Moment. Ah, da ist es nicht. Vielleicht empfängt er ja viel Post. Vielleicht steht er in regem Briefverkehr mit... Na, mit Mutti wahrscheinlich nicht, denn mit der ist ja irgendwas passiert. Okay, ich stecke die Magnum erstmal weg. Ich glaube, die brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht. Momentan sind die Gegner noch nicht so schlimm und vor allen Dingen haben wir auch noch unsere schöne Automatikwaffe hier. So, Ditte kann erstmal weg. Das grüne Kraut behalte ich. Und die Winde kommt wieder mit rein. Okay, ansonsten haben wir eigentlich... Haben wir noch irgendwelche Gegenstände, die werden... Ne, wir haben keine Gegenstände mehr, die in Rätseln verwendet werden müssen. Das ist gut. Und mir fallen im Herrenhaus selbst auch keine Rätsel mehr ein, die noch zu lösen sind. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt soweit mit dem Herrenhaus durch sein. Kann das sein? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Auf jeden Fall wieder zurück zum Pool. Ich hoffe, unser Freund, dem hier das Haus gehört, der hält sich ein bisschen zurück. Jills Einschätzung, dass das Bett lange nicht benutzt wurde, war ja dann wahrscheinlich auch falsch, denn ich denke mal, unser Freund wird da drin nächtigen. Und er wird auch derjenige sein, der das... Gehe ich gerade zurück? Ich weiß es nicht. Ja, ich gehe zurück. Was ist das denn für ein Weg? Ist das der normale Weg? Nee, hä? Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Okay, Zombie liegt noch. Ja, unser Freund wird dann auch derjenige gewesen sein, der das Feuer im Kamin angemacht hat. Also ich glaube, das ist schon ein Mensch. Er wird bloß halt ein bisschen verunstaltet sein und wahrscheinlich ein bisschen was aushalten an Muni, was man in ihn reinpumpt. Ich hoffe aber mal, wir lassen ihn in Ruhe. Wobei, er hat uns auch geschlagen, die Sau, ne? Also ganz so harmlos ist er ja nicht. Na gut, egal. Den Revolver findet man im Originalspiel übrigens, glaube ich, eigentlich in der Tigerbüste. Apropos Tigerbüste, da fehlt noch ein Auge, ein gelbes. Das müssen wir noch irgendwo finden und einfügen. Weiß ich nicht, wo das kommen wird. Aber das ist, soweit ich weiß jetzt, soweit ich mich erinnern kann,
eigentlich das Einzige, was im Herrenhaus noch offen sein sollte. Ansonsten ist dort nichts mehr weiter. So, wieder zurück hierhin. Es ist schön zu wissen, dass überall alles tot ist. Ich hoffe bloß, dass die Hunde nicht auch noch anfangen, sich zu verwandeln. Das wäre uncool. Das wäre richtig ungeil. Na gut, egal. So, dann widmen wir uns mal der fröhlichen Kurbelei. Und schauen mal, was wir damit jetzt bewirken können. Also, soweit ich mich erinnere, dadurch das Wasser im Pool abgelassen war, zumindest im Originalspiel so. Apropos Originalspiel und hier im Spiel. Ich glaube, im Originalspiel bezüglich der Schlange hilft uns, also Richard hilft uns definitiv nicht beim Kampf gegen die Schlange im Originalspiel. Ich glaube, der wird auch, also der kommt, glaube ich, auch mit da oben in die Kammer rein, wird aber sofort gefressen und dann müssen wir alleine kämpfen. Ich bin mir aber nicht sicher. Egal. Fiel mir bloß gerade noch so ein. Wir kurbeln uns mal einen ab. Ich hoffe, Jill hat Kraft im Arm. So, und dann weg mit der Brühe. Ah, wir können jetzt die Treppe, die Leiter runtergehen, das ist gut. Ja, stimmt, so war das. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Brauchen wir die noch, die Kurbel? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall gehen wir mal hier runter und schauen uns das Ganze mal an. So, der Durchgang wird frei und wir können hier drüben wieder hoch. So, wo kommen wir denn da hin jetzt? Neues Gebiet, wir schauen mal kurz auf die Karte. Okay, aber die Tür ist auch zu. Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Okay. Na gut, wenn ihr meint. Ist okay.